Hey. Guten Morgen. Hast du gut geschlafen? Und du? Ja, ich auch. Aber ich habe voll Hunger. Ja, ich auch. Sollen wir was kochen? Mhm. Auf was hast du denn Lust? Irgendwas Softes. Wie wär's mit Mapo-Tofu? Ja. Mit Reis dazu? Ja. Okay. Wir sind Cindy Gravity. Willkommen bei einer neuen Folge Cindy Cuisine. Heute Mapo Tofu. Okay, Mapo Tofu. Tofu in einer feurig scharfen Soße. Mega einfach zu machen. Wir brauchen Frühlingszwiebeln, Ingwer, Knoblauch, getrocknete Chilis, Sichuan-Pfeffer, schwarze fermentierte Bohnen, Chili-Bohnenpaste, Stärke und weichen, extra weichen Tofu, extra weich und Reis und Sekt. Sichuan-Pfeffer, was ist denn das? Es sieht ein bisschen aus wie eine Nelke, finde ich. Der hat die besondere Eigenschaft, deine Zunge ein bisschen taub zu machen, der aber für den Flavor der Küche essentiell ist und nicht wirklich auszutauschen. Diese fermentierten Bohnen, wie würdest du das beschreiben? Als kleine salzige Umami-Packages. Können ja mal eine probieren. Salzig. So dieses, wie wenn man an einem Brühwürfel leckt. Irgendwie ist es auch süß. Oh, voll geil. Was ist denn hier in diesem roten Topf eigentlich drin, Nico? Gute Frage, Ludwig. Das ist eine der essentiellen Zutaten für Mapo Tofu und zwar eine Chili-Bohnenpaste. Wenn man es probiert, ist es extrem salzig und scharf. Mm. Dann haben wir Tofu. Präsentiere den Tofu. Der Protagonist dieses Gerichts, dieser Tofu ist super soft. Dare I say it. Brutally soft. Aber Obacht, es ist kein Seidentofu, der wäre ein bisschen zu quakig und würde zerrinnen, sondern wir haben hier extra weichen Tofu, extra weich. Es muss so soft sein, wie es geht. Wir bereiten jetzt als erstes die ganzen Zutaten vor und bringen das dann alles gemütlich in die Küche und jazzen dann alles im Wok zusammen, platzieren den Tofu drin und that's it. Simply soft. Simply delicious. Brutally Tofu. vielleicht nochmal anders? Oh, Olivia, she's tucking in again. She was a boy, although I am only a friend. She was a girl you know in each and every scent. And I'm picturing the night. She was kind and soft, you know. Oh, Olivia, now there she goes. I know that she won't come.
my lung, I know, because I told her so. Because I told her so. Oh, Olivia. Wait. Den Wok zu erhitzen und Mapo-Tofu zuzubereiten. Let's go. Den habe ich voll gespürt. Let's go to the kitchen. So, dann sind wir jetzt in unserer... So, wir sind jetzt umgezogen in die Küche und machen Reis. Die alte Regel, doppelt so viel Wasser wie Reis. Wäschst du den Reis oder nicht? Wäschst du den Reis? Ja, ich habe damit angefangen. Ich habe damit aufgehört. Als nächstes rösten wir den Sichuan-Pfeffer und zerstoßen ihn dann in unserem Mörser. Es reicht auch, das relativ grob zu crushen. Öl. Und zwar brauchen wir 5 Esslöffel neutrales Öl. In diesem Öl werden wir unsere Chili-Bohnenpaste ganz leicht kochen, bis sich das Öl richtig feuerrot gefärbt hat. Es soll einfach gemütlich köcheln. Als nächstes werden wir die Bohnen und die Chilis in den Wok geben. Und die lassen wir jetzt auch nochmal 1-2 Minuten köcheln, bis es köstlich riecht. Als nächstes Knoblauch und Ingwer. Auch wieder jeweils ein Esslöffel. Gleiches Spiel wie gerade eben. 1-2 Minuten leicht köcheln lassen, bis es köstlich riecht. Aber es riecht die ganze Zeit köstlich. Bis es neu, aufregend und köstlich riecht. Dazu kommt jetzt noch eine Löffelspitze weißer Pfeffer. Und dann geben wir den Tofu hinzu. Jetzt warten wir, bis es anfängt zu köcheln und lassen den Tofu ein bisschen in diesem Flavor-Bad blubbern. Beim Umrühren muss man auch sehr gentle sein, dass der Tofu nicht zerbricht. Der geübte Koch lässt es natürlich ganz einfach aussehen, aber beim ersten Mal muss man echt vorsichtig sein. Jetzt werden wir noch ein bisschen Stärke anrühren. Ein Esslöffel Stärke kommt auf 2 Esslöffel Wasser. Die machen wir rein, rühren es an und dann kommt es in den Pott. Am besten nicht alles auf einmal, weil das ein bisschen eine ungenaue Wissenschaft ist. Und manchmal reicht die Hälfte, manchmal braucht man die ganze Suppe und man will nicht, dass es zu dick ist. Im Zweifel lieber ein bisschen flüssiger. Dann der Pfeffer. Okay. That's it. Jetzt in eine schöne Schüssel. Die Frühlingszwiebeln obendrauf zum Garnieren. Und dann sind wir ready. Und jetzt kommt der schönste Teil. Die Verzehrung. Guten Appetit. Guten Appetit. So soft. Wie ist es von der Schärfe für dich? Bis jetzt gut. Voll gut, ja. Bei mir hat es gerade hinten im Hals beim Runterlaufen so ein bisschen geflamed. Der Tofu ist so unglaublich weich. Und ist einfach nur ein Genuss. Wird schärfer. Es ist schon ein prinzipiell sehr scharfes Gericht, weil fast alle Zutaten scharf sind. Also der Negroni unter den so weich und wholesome. Wie war es für dich? Es war schön, mal zu sehen, wie
langsam du das in den Wok zubereitest und die Sachen da alle rein verführt werden. Und das war sehr schön. Was haben wir gelernt heute? Nicht zu heiß, sich Zeit lassen, alles in Ruhe vorbereiten. Mich würde interessieren, wie alt ist das Gericht? Sehr alt. Ich blende mal dann ein. Okay, das war die neue Folge Cindy Cuisine. Cindy kocht. Let's cook. Tiny Stove. Cindy Gravity's Easy Recipes. Wenn ihr Lust auf ein Kochbuch habt, dann unsere Schallplatte ist jetzt draußen. Sie heißt Brutally Soft und kann man bei uns kaufen. Mach das doch. Wenn euch die Musik gefällt. Ansonsten wäre es irgendwie komisch. Wenn euch der Content nicht gefällt, dann... Get the fuck out. Wir verabschieden uns und sagen... May Cindy be with you. Hast du denn Lust? Irgendwas soft.